Sänger. Leb deine Träume lang. Hey. Hey, na? Habe ich was verpasst? Nee, bisher nicht. Und wem gehört hier die Tasche? Ach, das ist nur von Sarah. Wer ist denn Sarah? Die habe ich halt im Fitnessstudio kennengelernt. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und, naja. Und? Was Ernstes? Vielleicht. Schön, freut mich für dich. Hm. Cool. Und wo ist Sarah jetzt? Warum ist nur ihre Tasche hier? Ach, die ist ja irgendwo da hinten und unterhält sich mit Freunden, aber ich hatte irgendwie keine Lust drauf. Und wie geht's deinem neuen Freund? Meinst du Alex? Ja, nicht so gut, ne? Der wollte eine eigene Bar eröffnen. Das war wirklich jahrelang, war das sein Traum. Und es hat dann nicht geklappt. Sein Teilhaber ist abgesprungen. Okay. Geht's ihm natürlich echt nicht so gut. Und du hast ihn getröstet? Naja, ich hab's halt versucht, ne? Wir haben hin und her überlegt und versucht, eine Lösung zu finden, aber der ist überhaupt nicht mein neuer Freund. Okay. Ja, ich war da ein bisschen voreilig nach dem ersten Treffen und so. Und er ist eigentlich auch ein total sympathischer Typ und sieht gut aus und so, aber naja. Ich gehe jetzt eben nochmal auf Toilette und dann würde ich gerne das Mädchen kennenlernen, was du so toll findest. Ja, also sie geht auch gerade auf Toilette, also vielleicht siehst du sie ja beim Händewaschen. Okay, dann beeile ich mich mal. Bis gleich. Vielleicht siehst du sie ja beim Händewaschen. Warum hat Benny eigentlich keine Freundin? Keine Ahnung. Der ist doch eigentlich ganz süß, oder? Ja. Überhaupt noch nicht fassen. Und du hast die ganze Zeit davon gewusst und mir nichts gesagt. Ja, ich musste ihm versprechen, nichts zu sagen. Es ging dann auch alles so schnell und plötzlich irgendwie. Aber lügen kann er. Da muss ich echt aufpassen. Heißt das jetzt, dass ihr beide dann... Ja, mal gucken. Also ich habe ihn gestern Nacht noch angerufen und dann haben wir bis 6:30 Uhr morgens telefoniert. Und am Wochenende wollen wir dann mal was zu zweit alleine machen. Siehste, ich hab's immer gesagt, nur Benny wollte es nicht wahrhaben. Sag mal, wann ist denn deine Prüfung? Morgen. Und? Kannst du alles? Du sag mal, was würdest du sagen, wenn ich mit dem Studium aufhören würde? Wie aufhören? Ja, irgendwie was ganz anderes machen. Ich habe in letzter Zeit so viel darüber nachgedacht und ich habe wirklich das Gefühl, es ist nicht das Richtige für mich. Am liebsten würde ich das Leben einfach anhalten und erst auf Play drücken, wenn ich eine Antwort darauf weiß. Okay. Ganz einfach. Du antwortest mir jetzt 2-mal mit Ja und merkst dir, wie es sich anfühlt, okay? Okay. Möchtest du dein Studium abbrechen und was ganz Neues anfangen? Ja.
Willst du da morgen hingehen, die Prüfung schreiben und alles bis zum Ende durchziehen und Ärztin werden? Ja. Und? Was hat sich besser angefühlt? Och Mann, keins von beidem. Ich weiß es doch auch nicht. Da hängt irgendwie so viel dran. Und wenn es jetzt mal nur um dich ginge? Dann das Erste. Und weißt du was? Es geht hier auch nur um dich. Was würdest du sagen, wenn ich mit dem Studium aufhören würde? Das Studium war eine Erfahrung, mal ein Häkchen dahinter. Also ich kann dir nur raten, es durchzuziehen. Und wenn es jetzt mal nur um dich ginge? Hey, können wir uns treffen? Mach dann mal weiter. Ich bring dir gleich einen Kaffee. Hi. Hey, na? Na, alles klar? Na, schön fleißig? Ja. Hier, ich hab dir deine Post mitgebracht. Danke. Xenia, hast du eigentlich gefunden, wonach du gesucht hast? Ach so, ja, hab ich. Der Mut.